Hey, moin moin und herzlich willkommen zurück bei Lorelei und Rory. Und jetzt muss ich vorab einmal beichten. Ich habe jetzt einen Tag komplett mal offscreen gespielt, weil ich war damit wirklich beschäftigt, von den beiden die Bedürfnisse hochzubekommen. Die waren nämlich alle total im Keller und ja, ich wollte auf jeden Fall eigentlich einen relativ besonderen Partner ja auch aufnehmen. Nur bringt ja nichts, wenn der eine müde ist und der andere mit Hunger und Spaß zu kämpfen hat. Also habe ich daraus dann auch Sammelparts gemacht. Jetzt geht es dem im Moment relativ gut. Habe jetzt nochmal ein paar Frösche gesammelt und habe aber gedacht, ich behalte so lange alles, bis ihr natürlich auch seht, was wir hier schon zusammen haben. Und werde das jetzt dann einmal auch in eurem Beisein natürlich verkaufen, denn heute haben wir einen ganz besonderen Part. Denn heute wird zuerst unsere liebe Rory altern und dann wird Lorelei noch ein paar Tage ein Teenie bleiben. Aber aus Realismusgründen möchte ich sie dann auch zur jungen Erwachsenen werden lassen. Das kann sie nicht sofort, denn ich habe nämlich noch eine Kleinigkeit mit euch dafür geplant. Und das bedarf noch etwas Vorbereitungszeit. Und da möchte ich jetzt aber auch noch nicht näher drauf eingehen, was ich dort für euch geplant habe. Sie hat auch noch mal ein paar Frösche gesammelt. Ich hoffe, vielleicht kommt da auch noch mal irgendwas anderes bei raus. Aber leider im Moment noch nicht, obwohl wir ja eigentlich auch eine gute Froschmarke dabei haben. Ich meine mal, 125 Simoleons pro Frosch ist ja nun auch nicht gerade so wenig. Denn damit machen wir neben dem Gärtnern ja bisher auch am meisten Geld. In der Zeit habe ich gedacht, lasse ich Lorelei dieses schöne Rory-Bild weitermalen. Die ist auch fast fertig damit. Das möchte ich auch ganz gerne aufhängen. Ich weiß leider nur noch nicht ganz so, wo ich das jetzt hinhängen möchte. Aber wir werden schon einen schönen Platz finden. Ich glaube, über dem Sofa, da wird das ganz gut sein. Und hier habe ich was vergessen. Das werden wir nochmal eben schnell fixen, damit das auch schick aussieht. Dann einmal Entschuldigung an die, die es schon runtergeladen haben. Ich habe da hinten eine Wand vergessen. Na, bist du fertig? Ist es fertig? Ja! So, dann darfst du jetzt die Leinwand rahmen und bitte einmal in deinem Inventar platzieren. Ich glaube, kann man das noch verkaufen jetzt? Nein, doch. Na gut, wir hängen es jetzt erstmal hin, damit wir auch ein süßes Bild von der kleinen Zaubermaus auf jeden Fall haben. Obwohl, ich finde das ein bisschen zu pixelig. Es ist ja jetzt hell. Kannst du sonst nochmal eben ganz schnell nach Vorlage malen? Nehmen wir mal ein mittleres. Vielleicht funktioniert das besser. So, so kann ich dich gar nicht sehen, Schnucki. Bleib da stehen. Und guck schön hoch, guck schön hoch. Nein! Nee, nee, bleib mal schön hier. Rory? Rory? Du sollst über deine Party reden. Wo bist du? Schnuckelqueen? Hier kommst du. Und dann schön hochgucken. Na, hoffentlich kriege ich das hin. Ja, ich werde mich dann auf jeden Fall nochmal für Gemeinschaftsbilder mit dem Postplayer etwas auseinandersetzen müssen. Guckst du hoch? Hm, durch den Pony sehen wir es nicht so ganz, aber damit kann ich leben. Dann lasse ich jetzt Lorelei nochmal das Bild malen. Und dann will ich mit euch beiden Hübschen eigentlich los. Aber das Privatbild werde ich jetzt nicht auf Plopsi verkaufen. Ja, ein Privatbild. Es soll ja eigentlich nur für uns dienen. So, das darfst du dann aber später mal, weil sonst wird der Tag einfach viel zu spät. Gesellschaftliches Ereignis planen. Rory ist schon weg. Tja, hau rein. Schnitte, hau rein. Und zwar wollen wir eine Geburtstagsparty planen. Der Geburtstagssim ist unsere liebe Rory. Gäste sind Lorelei, Sumi, Mori, Babette, Jackson, Christopher, Suki, Mia. Die dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Sumi Brautkleid haben wir auch dabei. Ja, ich hätte sonst Taylor eigentlich auch noch eingeladen. Taylor haben wir übrigens schon kennengelernt im Offscreen, hat sich Lorelei gleich einmal freundschaftlich vorgestellt. Ich hoffe, die anderen lernen wir auch noch kennen. Lane werden wir gleich nachträglich dort hinbringen. So, das brauchen wir alles nicht. Und jetzt muss ich mal ganz kurz nach dem richtigen Grundstück suchen, denn das wollte ich ja gerne in dem Toddler-Playpark machen. Kindergartenstars, hallo, da ist er. Und dann treffen wir uns jetzt gleich auf dem Grundstück. So, einmal bitte hier schöne Pause. Ich muss nämlich jetzt die liebe Lane auch nochmal einladen. Hast du Lane hier jetzt noch drinne? Nee, ihr, du musst dich unbedingt mit Lane anfreunden, sonst können wir sie ja gar nicht. Obwohl, hat sich dann ja auch bald erledigt. Denn Lane soll heute in dem Part auch noch altern. Und da wir jetzt auf Herbst zugehen, bekommen Lorelei, Rory
Und auch die Lane gleich noch ein kleines Umstyling. Ich muss noch mal eben ganz kurz Spielregeln umgehen, war das, ne? Sim herbeirufen. So, Lane ist jetzt, müsste jetzt eigentlich auch da sein. Wahrscheinlich, wenn ich die Pause deaktiviert habe. Alles schick hier. Lane, wo bist du? Lane wird gleich da sein. So, dann werde ich jetzt mal nicht so ungeduldig sein. Und die liebe Süße kann sich jetzt erstmal hier bei allen bedanken fürs Kommen. Oh, versuchen erstmal aufzumuntern. Irgendwie ist unsere Suki wohl nicht so gut drauf heute. Ihr fühlt euch hier alle auch wohl. Ihr könnt euch dann mal schön unterhalten. Also, liebe Sumi, ich muss ja hier nochmal deine Garderobe ändern, ne? Outfit wechseln, weil wir kennen dich alle nur als Sumi Brautkleid. Also wirst du hier auch schön im Brautkleid stehen. Hier sehe ich Lane auch schon. Rory? Lane, nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. So. Über Künste reden, über Dinosaurier reden. Freundet euch bitte noch mal ein bisschen an, damit wir heute noch mal eine Umarmung hinkriegen. Lorelei unterhält sich auch hier. Sie muss auf jeden Fall gleich noch, was für ein Doppelgemoppel, auf jeden Fall muss sie gleich noch eine Torte backen. Unfug reden und dann seid ihr hier auch schon voll. Lorelei geht hier in ihrer Gruppenunterhaltung schon unter. Auf einen unbekannten Teilnehmer haben wir gerade keine Zeit, auch wenn ich das immer ziemlich lustig finde, was dabei herauskommt. Und dann musst du einen Kuchen backen. Und das wird definitiv ein Schokokuchen. Wieso kannst du da nicht hin, Lorelei? So ja mal nicht hier, ne? Aber hier unten ist ja noch eine Küche. Da ist auch ein Kühlschrank. Kannst du sonst den Kuchen vielleicht auch hier unten backen? Schokokuchen, geht das hier? Nein, nicht schaukeln. Kannst du bitte den Kuchen backen? Perfekt, nein. Was ist dein Problem? Wieso kommst du hier jetzt nicht rein? Was meckerst du? Jetzt ist das Planschbecken im Weg. Man geht ja auch hier durch die Tür, die hier ist. Das ist doch keine Dekotür, oder? Muss ich jetzt ernsthaft die Tür austauschen? Bitte nicht, ich möchte das Grundstück doch gar nicht zerreißen. Sei doch nicht so gemein. Ich weiß auch gar nicht, da ist doch gar keine Tür. Wieso willst du denn hier permanent rein? Ja, wir möchten den Modus verlassen. So, kannst du jetzt hier hingehen? Och, Menno, was ist denn dein Problem? So, kannst du jetzt einen Schokokuchen backen? Warum kommst du da denn nicht rein? Es ist auch allgemein keiner hier drin, ne? Wieso kommst du hier jetzt nicht hin? Jetzt sag mir nicht, das hängt hier an den Hängedingern. Ich möchte von der Daniela das schöne Grundstück nicht vollkommen auseinanderpflücken. Die hat sich so viel Mühe gegeben. Nee, nur wegen den Hängedingern? Doch nicht dein Ernst jetzt. So, kochen. So, dann geh doch bitte jetzt einen Kuchen backen. Klappe die dritte. Nein, Rory soll sich um Lane kümmern. Da sitzt sie. Oh, sie ist wütend. Versuch sie mal mit lustigen Gesichtern ein bisschen aufzuheitern. Wie weit bist du? Wieso hast du jetzt nichts gebacken? Schnucki, Schatz, was ist your problem? So, dann müssen wir doch nach oben. So, versuchen wir es oben jetzt nochmal. Auf ein neues. Da haben wir doch extra schon so viel gemacht. Nicht umdrehen. Dankeschön. Und ich verfolge dich jetzt genau, Fräulein. Damit du das tust, was ich dir sage. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, heilige Avocado, Ananas, was auch immer. Ich habe keine Lust, dir schon wieder irgendeine Kokosnuss an den Kopf zu werfen. Na siehst du, da hältst du dich hier auch noch. Schön ist Lane eigentlich jetzt noch hier. Wo ist Lane? Sag mir nicht, Lane ist nach Hause. Wo ist Lane? Die ist schon wieder weg. Das kann ja wohl nicht angehen. Na, ist ja auch schon ziemlich spät. Hä? Sie muss hier irgendwo sein. Aber wo? Lane? Da! Lane! Komm da raus. Dankeschön. Rory, red mit ihr über Superhelden. Und warum bist du denn traurig? Du musst auf Klo. Na dann, zack, zack. Hier sind Töpfchen, soweit ich weiß. Das haben wir doch eigentlich gesehen hier schön in dem Wickelraum. So, dann kannst du hier gleich dann mal aus Töpfchen gehen. Ah, Lorelei ist bestimmt fertig. Sag mir bitte, du warst artig. Ja. So, pack da mal bitte Kerzen hin. Sehr gut. Und Rory? So, dann gehst du dich jetzt ein letztes Mal noch mit unserer süßen Lane unterhalten, bevor ihr beide altert. Machen wir noch mal einen letzten Blick hier drauf auf euch zwei Hübschen. So, kann ich dich jetzt auch noch mal das letzte Mal sehen hier? Lorelei, wo bist du? Ach, du unterhältst dich mit den beiden Süßen. Das ist doch super. Und hoffe ich, dass die liebe Rory jetzt noch mal einmal schnell zur Toilette geht hier. Kling dich mal aus der Gruppenunterhaltung aus und nun flott, 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 zack, 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 zack. Hoppi galoppi. Nein! Rory, was tust du? Du sollst ihn nicht ins Bett bringen, Rory.
Sie war doch auf dem Weg zum Klöchen. Was ist hier heute nur los? Es ist gleich Mitternacht. Also bevor jetzt hier alle abhauen, dann muss ich damit jetzt leben. So, komm mal her. Bitten, Kerzen auszublasen. Und das lässt du von deiner Mama machen, die jetzt eigentlich Fernsehen guckt. Leute, das kann doch nicht angehen hier. Und klappe die nächste. Könnt ihr das jetzt mal tun, was ich euch sage? Ja, oh. Halleluja. So, kommt ihr jetzt alle hierher? Ja, meine Mies. Oh, Christopher. Dankeschön. So, unsere Rory altert. Und macht vorher noch in die Windel, glaube ich. Ja, ganz entspannt bei Mama auf dem Arm. Party ist abgeschlossen. Ich suche jetzt aber auch gleich trotz alledem nochmal, da ist Lane. Das kommt mir gerade sehr zugute. MC Command, Sim-Kommandos, Alter festlegen und du wirst zum Kind. So, was ist jetzt mit unserer Rory? Schnucki, zeig dich. Du hast doch gerade deine Kerzen ausgepustet, oder nicht? Alterst du jetzt oder alterst du jetzt nicht, Rory? Okay, seid mir nicht böse. Irgendwie läuft's gerade nicht so. Dann mache ich dich jetzt zum Kind. Rory hat mit ihren Kleinkindfähigkeiten ein Bonusmerkmal verdient. Die Bonusmerkmale von Rory findest du in der Simologie. Kindheit, unendlich kreativ, Regelverstöße und Wutanfälle warten. Möge das Spiel beginnen. Was haben wir denn hier? Nee, kleptomanisch ist Rory auf gar keinen Fall. Hitzkopf auch nicht. Wir gucken mal hier gerade rein. Sie ist ja sehr mental eigentlich, ne? Ja, das passt zu Rory. Senkrechtstarterin. Dieser Sim möchte das klügste Kind in der Schule sein. Sie ist ja auch sehr in der Schule. Gucken wir hier doch nochmal ganz kurz selber in die Merkmale rein. Was hier so... Rory ist ein Bücherwurm. Das passt auch. Und dann kannst du jetzt ja eigentlich alle mal... Oder auch nicht. Kannst du das tun? Die Party ist ja jetzt vorbei, ne? Zum Essen rufen. So, dann lass doch mal den Hochstuhl jetzt in Ruhe. So, sind noch alle hier? Wir haben hier auf jeden Fall Caleb Vatore. Also es sind auch noch genug Leute hier, um unseren Kuchen zu essen. Daniela, es tut mir leid, dass ich dein Grundstück leider ein bisschen noch auseinanderfriemeln musste, damit es hier auch funktioniert und passt. Ja, ich stelle den Kuchen sonst mal eben hier hin. So, und dann rufst du jetzt nochmal zum Essen. Und ich finde, jetzt wird es dann auch Zeit, dass wir das Umstyling starten. Das heißt, wir fangen erstmal mit unseren Gilmore Girls an und sehen uns dann gleich im Cast wieder. Aber erstmal muss ich ja noch cast.full-edit-mode eingeben. So, dann bis gleich im Cast.
willkommen zurück. Wir sind fertig mit unserem Umstyling. Ich hoffe, Lane und Rory gefallen euch. Und das Letzte auf der To-Do-Liste für den heutigen Part wird Rorys Geburtstagsgeschenk sein. Und das wird unser Hamster. Lorelei geht jetzt noch auf Toilette und dann können die beiden Hübschen auch nochmal nach Hause. Gucken wir jetzt nochmal an. Ja, Rory ist eh müde. Das heißt, wir werden ihr jetzt gleich dann zu Hause noch das Bettchen hinstellen. Jetzt können alle nach Hause. Ich hatte jetzt eben während des Events oben leider jetzt nicht genau geguckt, was wir alles erfüllen müssen, weil das Tortenbacken, da hat Lorelei mich ja nun mal gerade ins Fünününü gestoßen. Ja, ich überlege auch gerade. Aber das geht wahrscheinlich jetzt nicht, ne? Nee, wir können ihn leider nicht ins Inventar platzieren. Das heißt, wir werden zu Hause gleich nochmal einen Hamster holen für Rory zum Geburtstag. Bis gleich zu Hause. So, einmal willkommen zu Hause zurück. Jetzt wird es erstmal wichtig, dass wir unserer lieben Rory erst einmal das Bettchen austauschen. Wieso ist hier jetzt so viel drin? Was ist hier schiefgelaufen? Du standest doch eigentlich verkleinert hier. Und du standest eigentlich hier. Und du warst da auch noch mit drauf. Das kann ja nicht angehen hier. Und irgendwo fehlt noch eine Kommode. Nein, 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 nein. Nein. Wo hatten wir denn diese Kommode stehen? Ich weiß gar nicht, wenn, wo ich die hin platziert hatte. Na gut, erstmal verkaufe ich sie jetzt ganz frech. Rorys Kinderbett kann auch weg. Und dann haben wir hier einmal das neue Kinderbett. Ich hoffe, das kollidiert jetzt hier nicht mit dem Regal. Das tut es aber leider doch. Dann wird das Regal einmal umziehen müssen. So. Machen wir es mal hier hin. Und jetzt müssen wir dich noch einfärben. Da gab es doch diesen schönen orangefarbenen Ton, den wir auch bei dem kleinen Kinderbett hatten. Ich gebe es doch bestimmt hier auch mit bei, oder? Irgendwie nicht. Ne, wir brauchen aber ein helles Holz. Nehmen wir mal die Farbe. Die gefällt mir im Moment ganz gut, obwohl es nicht ganz so zum Grauton hier passt. Da mache ich die Bettdecke nicht so lein. Dann wird es wirklich dieser Ton hier. Ich hoffe, auch das gefällt euch. Jetzt muss ich nur noch mal ein wenig umbauen für Rorys Hamster. Tiere. Hier. Hamsterli. Igelchen. Ratti. Und Bubalu. Nein, wir nehmen ein Hamsterli. Was haben wir hier noch für schöne Farben, dass du hier auch reinpasst? Wir nehmen dich jetzt einfach mal in dieser Farbe und schieben dich doch glatt mal. Kollidiert jetzt hier auch nicht mit der Wand, hoffentlich. So. Tadadada. Herzlichen Glückwunsch, Rory. Gib ihm doch nochmal ein Leckerchen. Schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie wir Hamsterli nennen wollen. Ich hatte mir für den Anfang jetzt erstmal Feivel überlegt. Wenn euch Feivel nicht gefallen sollte, schreibt mir nochmal in die Kommentare, wie wir ihn konkret nennen sollen. Das Umbenennen geht ja nun recht fix. Und wenn euch der Part gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren, würde ich mich sehr drüber freuen. Und über eure Kommentare. Und dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, wann auch immer ihr diesen Part gucken solltet. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Kannst du nicht in dein Bettchen gehen? Was ist hier los? Kannst du hier nicht schlafen? Ach nee, du bist gerade mit deinem Hamster noch beschäftigt. Hahaha. Das muss ich doch noch testen. Nein, will er nix? Na, dann gehst du jetzt einmal in dein Bett. Dann hoffe ich, Feivel gefällt euch. Rory gefällt euch. Die liebe Lane gefällt euch. Und auch das Mini-Umstyling von Lorelei, die jetzt noch das Bildchen hier zu Ende malen wird. Und dann einen wunderschönen Tag. Euer Herzen. Bleibt gesund. Tschüss.